Das ist ein 100 mm Makro von Panasonic. Und das ist ein 90 mm Makro von Sony. Beides Vollformat. Krass, oder? Beide können bis zum Maßstab 1 zu 1 vergrößern. Das Sony wiegt 600 Gramm, das Panasonic nur 300 Gramm. Sony steht hier übrigens stellvertretend auch für Sigma, Canon und Nikon. Alle haben ungefähr diese Größe und Gewicht. Es hat mich wirklich sehr überrascht, dass Panasonic es geschafft hat, ein 100er Makro so klein zu bauen. Und es hat im Prinzip die gleiche Größe wie die ganze F18er Reihe. Ich teste das Objektiv nicht ausführlich. Ich hatte noch nie ein schlechtes Makro, die sind einfach alle gut. Ist also dieses Mal ein Schnelltest, ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Und auch wenn du kein Panasonic hast, heute lernst du was über Makrofotografie, was du vermutlich noch nicht wusstest. Beim Gehäuse finde ich interessant, dass es infokussiert ist. Also nicht nur, dass es sehr klein ist, sondern auch beim Fokussieren fährt es nicht raus, ändert also die Größe nicht. Dann, Kleinigkeit, aber für ein Makroobjektiv nicht unwichtig: die Beschriftung vorne ist dunkel gehalten, damit die gerade bei Makroaufnahmen nicht so leicht gespiegelt wird. Es hat übrigens auch wieder ein 67er-Filterdurchmesser, wie die ganzen anderen Festbrennweiten auch von Panasonic. Sehr praktisch. Es gibt zwei Schalter, Fokusbegrenzer und AFMF. Ein Stubby ist nicht eingebaut, aber Panasonic hat ja einen guten IBIS im Gehäuse. Ich habe das Spaßeshalber mal verglichen mit der Sony 7.4 und dem 90er Makro von Sony. Das hat ein Stabi eingebaut. Bei beiden Kameras war eine 100-Sekunde-Makro noch halbwegs möglich. Längere Zeiten waren handgehalten bei mir verwackelt. Im Makrobereich verwackelt man ja viel leichter als bei normalen Fotos. Hier habe ich also keinen wirklichen Unterschied festgestellt. Aber gut, Makro würde ich sowieso vom Stativ aufnehmen oder Blitzen, am besten sogar beides, dann spielt Stabi sowieso eher eine untergeordnete Rolle. Schärfe: Das Objektiv ist wie zu erwarten knackscharf in der Mitte. Schauen wir uns den Randbereich mal an. Ich habe auf den Stern fokussiert. Es sieht so aus, als wenn es bei F4 schärfer ist, aber das täuscht, weil die Schärfentiefe höher ist. Das Makro ist jedenfalls auch bei 2,8 schön scharf. Aber bei Makroaufnahmen blenden wir ja sowieso meistens ab, um etwas mehr Schärfentiefe zu erhalten. Blende 4 ist gut. F5,6 ist gut und bei Blende 8 sieht es okay aus, aber nicht mehr knackscharf. Da kann das Objektiv aber nichts dafür, das ist bei jedem Objektiv so, das ist die Beugungsunschärfe, die man schon etwas sieht. Beugungsunschärfe bei Blende 8? Ich erkläre jetzt nicht die Beugungsunschärfe, also nur ganz kurz, wenn du zu weit abblendest und die Blende, also das Loch im Objektiv, zu klein wird, dann gibt es einen physikalischen Effekt, Licht wird gebeugt und die Fotos werden unschärfer. Und zwar nicht nur am Rand, sondern das gesamte Bild. Ich habe übrigens einen Beugungsunschärfe-Rechner in meinem Blog. Habe ich dir verlinkt. Da gibst du die Sensorgröße ein, die Anzahl der Megapixel. Also für Panasonic S52 wären das 24 Megapixel. Dann siehst du: Theoretisch beginnt die sichtbare Beugungsunschärfe ab Blende 11. Eine Blende weiter, also Blende 16, ist aber auch noch gut verwendbar. Jedenfalls bei normalen Aufnahmen. Bei Makroaufnahmen gilt nicht die eingestellte Blende, die nennt man übrigens auch nominale Blende, sondern es zählt die effektive Blende. Hast du noch nie gehört? Nicht schlimm, spielt doch eigentlich keine Rolle. Die effektive Blende ist üblicherweise fast der gleiche Wert wie die nominale. Außer bei Makroaufnahmen. Beim 1 zu 1 Makro verlierst du zwei Blendenstufen. Ich rechne mal vor. Effektive Blende gleich nominale Blende mal Klammer auf 1 plus Abbildungsmaßstab Klammer zu. Hast du Blende 8 eingestellt, wäre das 8 mal. Abbildungsmaßstab ist 1, also 1 plus 1 ist 2. 8 mal 2 sind 16. Wenn du Blende 8 eingestellt hast, ist die effektive Blende bei 1 zu 1, also F16. Deswegen wird es auch schon etwas unscharf. Stellst du Blende 11 ein, ist das schon eine effektive Blende von 22. Deswegen sieht es schon so unscharf aus. Du willst also abblendenbar Makro für mehr Schärfentiefe, aber nicht zu weit abblenden wegen der Beugungsunschärfe. Ideal wäre also Blende 5,6. Und für mehr Schärfentiefe nutzt du Focus Bracketing. Jetzt hat die s 52 ja auch noch einen High-Res Modus mit 96 Megapixel. Spannend finde ich, dass der auch in der Makrofotografie funktioniert. Aber wie ist es da mit der Beugung? Wenn ich in meinem Beugungsunschärfe Rechner jetzt 96 Megapixel eingebe, dann sehe ich ab 5,6 beginnt schon die Beugungsunschärfe. Jetzt denkt wieder dran Makro 1 zu 1 effektive Blende verliere ich wieder zwei EV-Stufen. Das heißt, die Beugung beginnt theoretisch schon bei 2,8. Aber F4 ist noch okay. F4 im Makrobereich. Im Makrobereich nur bis Blende 4 abblenden. Hm. Schauen wir uns wieder das Beispiel an. Das sind jetzt 96 Megapixel stark vergrößert. Du siehst, F4 sieht scharf aus. 5,6 oder F8 aber eigentlich noch okay, oder? Nicht so scharf wie F4, aber durchaus noch nutzbar. F11 würde ich aber nicht mehr nutzen. Aber warum ist F8 noch okay? müsste da die Beugungsunschärfe nicht schon voll reinknallen bei einer echten 96 Megapixel Kamera? Ja, die S52 macht das über über Pixelshift. Das heißt, der einzelne Pixel ist größer als bei einer 96 Megapixel Kamera. Und für die Beugungsunschärfe ist entscheidend, wie groß der einzelne Pixel ist. Und der hat die Größe einer 24 Megapixel Kamera. Beugungsunschärfe und Schärfe fällt trotzdem stärker ins Gewicht, weil die Vergrößerung stärker ist, aber zum Glück nicht so stark wie bei einer echten 96 Megapixel Kamera. Kannst du mir noch folgen? Hast du das gewusst? Kannst du schon die effektive Blende? Schreib's mir doch mal bitte in die Kommentare. Autofokus. Hör mal zu. Ich glaube, man hat es ganz gut gehört. Aber ich habe jetzt keinen Autofokus-Test gemacht und ich kann es dir auch nicht zeigen, wie schnell der Autofokus ist. Denn wenn ich bei Panasonic einen externen Monitor anschließe, ist der Autofokus nicht mehr schnell. Aber was ich dir sagen kann: Für ein Makroobjektiv ist der Autofokus erstaunlich schnell. Makroobjektive sind normalerweise eher langsam. Panasonic hat hier erstmals einen Dual phasen linearmotor verbaut. Das heißt, es sind zwei unabhängige Fokussysteme, damit das Objektiv sowohl schnell fokussieren kann, zum Beispiel für Tierfotografie, als auch sehr präzise, wenn es richtig in den Makrobereich geht. Wie gesagt, habe ich nicht getestet, aber gefühlt würde ich sagen, der Autofokus ist ähnlich schnell wie das 90er Makro von Sony, aber das gibt es ja nicht für L-Mount. Verglichen mit dem Sigma 105 mm, das habe ich leider nicht hier, ist es aber vermutlich wegen dem Dualmotor schon einige schneller. Was mich aber etwas gewundert hat, die Naheinstellgrenze ist mit 20,4 cm ziemlich kurz. Die wird ja von der Sensorebene gemessen, nicht von der Linse vorne und du musst für ein 1 zu 1 Makro recht dicht dran gehen, ist untypisch für ein 100er Makro. Üblicherweise bist du über 100 mm Makro, eher bei 28 29 cm Abstand. Und das ist vor allem wichtig, wenn du flüchtige Tiere fotografieren willst, also zum Beispiel Insekten. Da ist es schade, wenn du so dicht dran musst. Chromatische Aberration. Es ist ein Makroobjektiv, deswegen habe ich bei CAs auch mich auf den Makrobereich konzentriert. Hier sind Farblängsfehler relevant, also das typische Lila vor der Fokusebene und Grün hinter der Fokusebene. Bei offener Blende fällt es ein bisschen auf, wenn man darauf achtet, aber empfinde ich überhaupt nicht als störend. Dazu kommt, beim Makro blendst du ja eh normalerweise ab, dann werden auch die CAs verringert, also für mich kein Thema. Ich zeige mal noch etwas Metallisches, da fallen CAs auch eher auf. Auch hier wieder, wenn man weiß, wonach man sucht, findet man was. Aber störend ist es für mich auf keinen Fall. Was du hier aber ebenfalls siehst bei dem Bild, sind die Bouquet-Bubbles. Bokeh. Im Makrobereich sind die Bouquet-Bubbles schön rund bis zum Randbereich. So soll es sein. Jetzt ist das Objektiv aber auch für Porträts durchaus interessant. Ich habe keine Porträts damit geschossen, aber damit du zumindest siehst, wie das Bouquet aussieht, hier mal ein unscharfer Weihnachtsmarkt. Du siehst, im Nahbereich sind die Bokeh-Bubbles schön rund. Auf unendlich gesehen, also für Porträts, werden sie typischerweise ovaler wie Katzenaugen zum Rand hin. Ist durchaus normal, ist halt kein Pläner. Fällt bei normalen Fotos sowieso nicht auf. Aber wenn du Lichter im Hintergrund hast, wie auf einem Weihnachtsmarkt, dann siehst du es schon. Ich zoome mal ein bisschen weiter ran, dann sieht man, ob die Bubbles zu Zwiebelringen werden. Das ist bei manchen Objektiven recht stark, aber hier nicht. Es bleiben ziemlich saubere und schärfe Kreise. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du das Objektiv für Porträts benutzt, bleibt der Hintergrund relativ sauber und wirkt nicht so unruhig. Fazit. Schön, dass Panasonic jetzt auch ein 100er Makro im System hat, wurde auch langsam Zeit, denn der s 52 ist super für Makrofotografie. Sie unterstützt Focus Bracketing und auch HiRes Aufnahmen. Und beides ist sehr praktisch für die Makrofotografie und funktioniert auch beides mit dem Objektiv. Nur nicht beides gleichzeitig, wäre vielleicht auch zu viel verlangt. Aber es geht ja eigentlich nicht um die Kamera, sondern ums Objektiv. Nur das Objektiv ist ein super Makro. Mach so nichts falsch mit. Und vor allem sehr untypisch, Super schön, kompakt und leicht mitzunehmen. Und vor allem für die Filmer unter euch, die mit dem Gimbel arbeiten, sehr praktisch, dass es quasi die gleichen Maße hat wie viele andere Objektive. Nur vom Nahbereich ist es für Insekten nicht ganz optimal. Du musst, wie gesagt, dicht daran ans Motiv gehen, als typischerweise beim 100er Makro. Abgesehen davon, tolles Objektiv. Schau mal auf meiner Seite vorbei, klapsus.de. Ich habe Fotokurse speziell zu bestimmten Kameras. Je nachdem, wann du das Video siehst, vielleicht ist ja mein Lightroom-Kurs auch schon fertig. Vielleicht ist der ja auch was für dich. Ansonsten würde ich mich über einen Kommentar freuen. Abo, Like natürlich ebenfalls. Danke, bis bald.